ich stehe hier auf dem ICN-Kongress 2017 mit Herrn Franz Wagner, Bundesgeschäftsführer des DBFK. Auf diesem Kongress 120 Nationen vertreten, 8000 Pflegende. Herr Wagner, wir sind jetzt hier für den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, DBFK. Wie kommt es, dass wir hier irgendwie auch so ein bisschen heimisch sind? Oder was verbindet den ICN und den DBFK? Ja, der DBFK bzw. seine Vorgängerorganisation BOK, die war ja Gründungsmitglied des ICN. Also wir gehen zurück bis auf die Wurzeln. Waren seitdem immer vertreten, auch immer noch jemand im Board of Directors. Und von dem her haben wir auch eine starke Wurzel, aber auch heute noch. DBFK ist der deutsche Berufsverband, der sich international ganz stark engagiert und auch einziges deutsches Mitglied vom ICN. Von dem her eine wichtige Veranstaltung alle zwei Jahre, die Mitgliederversammlung und dann eben auch zusätzlich noch dann dieser Kongress mit Leuten aus der ganzen Welt. Das nimmt man ja auch hier ganz, ganz stark wahr, dass wir hier wirklich der einzige deutsche Berufsverband sind. Jetzt habe ich auch auf Facebook schon ganz oft die Frage gelesen, was bringt es denn, so international tätig zu sein? Was hat das mit meiner Arbeit auf Station in der ambulanten Pflege, Kinderkrankenpflege, Altenpflege in Deutschland überhaupt zu tun? Ich denke, das hat ganz viel mit zu tun, denn in den Vorträgen, vor allem in diesen freien Vorträgen, gibt es wahnsinnig viele Beispiele, wie man unter den schwierigsten Bedingungen gute Lösungen finden kann. Die sind oft auch ganz praktisch, also zu Themen aus dem Management, aus pflegerischen Interventionen, wie setze ich die um? Und manchmal können wir in Deutschland was aus Simbabwe lernen oder aus Korea und aus sonstigen Ländern. Und was nicht zu unterschätzen ist, ist Netzwerk. Sie treffen hier Leute aus der ganzen Welt, können Kontakte knüpfen, die Visitenkarte austauschen oder einfach eine Frage stellen, wie ist es da? Und natürlich das Ganze drumherum, das ist eine wahnsinnig motivierende Geschichte hier. Man wird inspiriert, man wird richtig angefixt. Ich höre von ganz vielen, die jetzt da sind, wir haben ja diesmal eine tolle deutsche Delegation auch hier, die dann sagen, ich will unbedingt wiederkommen. Und 2019 geht es nach Singapur, ja. 2021 nach Abu Dhabi. Dann hoffen wir natürlich, dass auch noch ein paar DBFK-Mitglieder mit uns mitkommen. Ich habe das auch so wahrgenommen, nebenan ist eine ganz große Ausstellungshalle mit der spanischen Bundespflegekammer, so quasi, kann man das übersetzen, verschiedene regionale Pflegekammern. Also man stolpert hier quasi über aktuelle Forderungen, die wir einfach in Deutschland stellen, die in anderen Ländern schon seit Jahren, Jahrzehnten etabliert sind. Was Ausbildung angeht, Akademisierung, da bin ich auch schon häufiger in Erklärungsnöte hier gekommen, was wir denn da in Deutschland gerade tun. Also ich nehme es auch sehr motivierend wahr. Die Frage hatte ich noch bekommen, wie arbeitet der DBFK im ICN auch inhaltlich mit? Wie viel Engagement wird da reingesteckt? Wie viel Zeit und wie laufen diese Treffen vielleicht ab? Also ich selber war ja 8 Jahre lang Mitglied im ICN-Vorstand. In der letzten Amtsperiode, 4 Jahre, hat man auch jemand aus Deutschland, mich hier aus Osterbrink. Also sind wir da auch in der Organisation selber engagiert. ICN wendet sich an die Mitgliedsverbände, wenn die neue Positionspapiere entwickeln, wenn die Informationen benötigen. Da sind wir ganz stark im Austausch. Wir verbreiten auch zusammen mit den Berufsverbänden aus der Schweiz und Österreich Veröffentlichungen von ICN in Deutsch, übersetzen die, sind natürlich am Internationalen Tag der Pflegenden aktiv, übersetzen wir das Motto, übersetzen teilweise oder ganz dieses Handbuch, das es gibt. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und natürlich sind wir dann auch bilateral mit den einzelnen Verbänden innerhalb ICN stark im Austausch. Ganz vielen Dank erstmal dafür. Jetzt steht hier noch auf der anderen Seite der Kamera Frau Professor Wienstein. Die würde ich natürlich als unsere Präsidentin auch ganz gerne auf diese Kameraseite einmal bitten. Hallo. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ja. Frau Professor Wienstein, wie nehmen Sie das hier so rein qualitativ, sage ich mal, war diese Veranstaltung? Also total faszinierend sind die Plenarsitzungen, die Eröffnungsvorträge, weil wir da sehr viel hören von Dingen, die bei uns nicht so laufen und wo viele Anregungen bekommen, viele Kontakte machen können, was uns natürlich sehr freut. Also Sie nehmen auch ganz viel mit nach Deutschland, ja. In Singapur wieder dabei. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben Studenten mitgebracht. Unsere Studenten nehmen auch ganz aktiv an den verschiedenen Workshops teil und werden darüber berichten und haben auch schon viel Kontakte gekriegt. Dann geht es jetzt in die letzten 1,5 Tage hier und ich glaube, in 20 Minuten beginnt auch schon der nächste Workshop. Ja, danke. Okay, ganz vielen Dank Ihnen. Viel Spaß noch. Danke.